In mehreren Hafenstädten Italiens protestierten in den vergangenen Tagen Tausende gegen die neuen Corona-Maßnahmen. Hintergrund: die seit Freitag geltende Ausweitung des grünen Passes mit 3G-Regel auf den Arbeitsplatz. Wer sich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin nicht daran hält, muss mit Gehaltseinbußen rechnen. In dem wirtschaftlich wichtigen Hafen von Triest hatten sich am Freitag über 6.500 Aktivistinnen und Aktivisten sowie Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter eingefunden, um gegen die neuen Maßnahmen zu protestieren. Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer blieben bis Montag. Als diese begannen, eine Blockade zu errichten, drängte die Polizei sie weg. Dabei kam es neben Rangeleien auch zum Einsatz von Wasserwerfern. Über 85% der italienischen Bevölkerung über 12 Jahren sind zumindest erstgeimpft. Die Erstimpfung würde ausreichen, um unter der neuen Regelung den Arbeitsplatz zu betreten. Laut der Transport- und Ladegewerkschaft ist jeder Vierte in diesem Sektor ungeimpft. Ein Grund: viele von ihnen, vor allem unangemeldete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, haben Schwierigkeiten, an legale Impf- und Testgelegenheiten zu kommen. Für einige von ihnen sind selbstbezahlte Corona-Tests die einzige Möglichkeit, der 3G-Regel am Arbeitsplatz nachzukommen. Die Einführung des verpflichtenden grünen Passes am Arbeitsplatz hat neben den Protesten außerdem dazu geführt, dass es in Italien im Wochenvergleich 23% mehr Krankmeldungen gab.